der Nürburgring und der Hockenheimring. Die beiden ältesten und berühmtesten Rennstrecken in Deutschland haben sich jahrzehntelang einen erbitterten Zweikampf geliefert. Eine am Ende ruinöse Konkurrenz um Rennen, Zuschauer, viel Geld und um die Formel 1. Wir erzählen die Geschichte dieses Ringkampfs. Die Nürburg und die nach ihr benannte Rennstrecke. Eröffnet 1927. Gebaut als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Menschen in der Eifel, dem Armenhaus von Preußen. Große Rennen und berühmte Rennfahrer sollen zahlungskräftiges Publikum anlocken. Das ist noch immer das Geschäftsprinzip geblieben. An das Eröffnungsrennen erinnern die Formel-1-Stars von heute. Fernando Alonso und Lewis Hamilton im Mercedes-Benz Typ S. Dieser von Ferdinand Porsche konstruierte Sportwagen trägt den Spitznamen Weißer Elefant und hat 1927 mit Rudolf Caracciola am Lenkrad das erste Rennen auf dem Nürburgring gewonnen. Der Grundstein für die vielleicht berühmteste Rennstrecke der Welt. In einer Zeit der Erwerbslosigkeit fanden nun täglich Tausende von Arbeitslosen eine Beschäftigung. Technische Hilfsmittel waren so gut wie nicht vorhanden. Um die Nürburg schlängelte sich jetzt das Weiße Band, über 28 Kilometer lang. Aufgeteilt in die Nordschleife mit knapp 23 Kilometer und 154 Kurven und die Südschleife mit knapp 8 Kilometer und 20 Kurven. Das ist Gisela Herbstried. Ihr Vater hatte die Idee zum Bau des Nürburgrings. Landrat Dr. Otto Kreuz von der Zentrumspartei. Doch das Projekt ist teurer geworden als kalkuliert. Statt 5 Millionen, 15 Millionen Reichsmark. Die Schuld an der Kostenexplosion wird Landrat Kreuz gegeben. Er verliert sein Amt, doch die Diffamierungen hören nicht auf. 1951 begeht Otto Kreuz Selbstmord. Seine Tochter hat unermüdlich um die Ehre ihres Vaters gekämpft. Es dauert ein halbes Jahrhundert, ehe Otto Kreuz am Nürburgring dieser Gedenkstein gesetzt wird. Ich habe mich gefreut, dass endlich nach so vielen Jahrzehnten wieder anerkannt wird, was mein Vater geleistet hat. Es hat lange gedauert. Und ich war froh darüber. Der Nürburgring ist von Anfang an Schauplatz des Großen Preises von Deutschland. Gilt als schwierigste Rennstrecke der Welt. Aber auch andernorts im Deutschen Reich wird Motorsport betrieben. Auf der Solitude bei Stuttgart oder beim Freiburger Schauinsland-Bergrennen. Und bald auch in einer nordbadischen Kleinstadt namens Hockenheim. Das Motodrom ist 1966 eröffnet worden. Doch dieser Mercedes-Benz SSKL stammt aus dem Jahr 1932, als in Hockenheim das erste Rennen gestartet wird. Das ist Ernst Christ. Der begeisterte Motorradfahrer hat den Bürgermeister von Hockenheim überzeugt, zwei Ortsstraßen in den Wald zu verlängern, um dort Motorradrennen zu fahren. Es war eine Arme-Leute-Rennstrecke, wie der Motorsport damals ein Arme-Leute-Rennsport war. Er war der Rennsport von Motorradfahrern, die ihre Motorräder für den Sport hergerichtet hatten. 100 Arbeitslose bauen die Rennstrecke in 4 Monaten. Eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wie 5 Jahre zuvor der Nürburgring. Der hat allerdings 15 Millionen Reichsmark gekostet, der Hockenheimring nur schlappe 60.000. Helge Scheck-Knopf ist damals 7 Jahre und ihr Vater Heinrich Scheck der einzige Motorradhändler am Ort. Mein Vater hat 1917 oder 18 sein Geschäft in Hockenheim gegründet. Und durch das Rennen gab es wirklich einen Aufstieg, denn jeder wollte ein Motorrad oder wollte irgendeinen fahrbaren Untersatz haben. Und der Hockenheim ist ja nur durch sein Rennen groß geworden.
60.000 Zuschauer kommen zum ersten Rennen nach Hockenheim. 300 Familien haben für die Renngäste die Ehebetten geräumt. Doch die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt befindet sich schon damals in der Eifel. Die Nautschleife des Nürburgrings. 22,8 Kilometer lang, 187 Kurven, Steigungen und Gefälle wie bei einer Achterbahnfahrt. Von diesem legendären Ruf lebt die Nautschleife des Nürburgrings damals wie heute. Die Nautschleife ist was ganz Besonderes, weil man hat schon mal drei verschiedene Wetterabschnitte, manchmal auch vier. Man muss für alle Eventualitäten gewappnet sein hier. Schnee, Regen, Sonnenschein, 37 Grad im Schatten. Und ja, einfach die Lage, dann die ganzen Bodenwellen. Rennfahrerin Sabine Schmitz ist am Nürburgring aufgewachsen. Dort zu Hause kennt die Nordschleife in- und auswendig, was man nicht von vielen Autofahrern behaupten kann. Guten Tag. Sie haben sogar eine Dame dabei. Fürchten Sie sich gar nicht? Es geschehen ja aber ab und zu ziemlich schwere Unfälle, wissen Sie das? Ich kenne den Ring und dann... Sie kennen den Ring? Sabine Schmitz hat mehr Runden auf der Nordschleife gedreht als jeder andere Rennfahrer der Welt. Ich fahre ja im Jahr, bin ich ja zwischen 500 und 1200 Runden gefahren. Ich hält keine Kuh aus normalerweise. Im Gegensatz zum Nürburgring ist der alte Hockenheimring eine Rennstrecke auf zwei öffentlichen Straßen der Kleinstadt. Da muss damals abgesperrt werden. Die alte Rennpiste, hier die sogenannte Stadtkurve, grenzt an Teile der Wohnbebauung und führt sogar direkt am Hockenheimer Friedhof vorbei. Undenkbar heute, aber damals war Hockenheim so tolerant, dass das niemand gestört hat. Und jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre, denke ich an meinen Vater, wie er aus der Stadtkurve rausschießt, Richtung Stadt- und Ziel-Ostkurve, volle Kanne, die Kompressororgel, ich höre sie förmlich. Das ist Wilhelm Herz, Rennfahrer und Vater von Heinz Herz. Mit dieser NSU-Kompressor-Rennmaschine ist Wilhelm Herz von Sieg zu Sieg geeilt und am Ende Rennleiter und Chef des Hockenheimrings geworden. Heute sind die Maschinen in ihrem gesamten Aufbau wesentlich schöner, leichter zu fahren. Vor dem Krieg. Da hatten wir körperlich viel Schmalz gebraucht, um diese Instrumente zu halten. 20 Jahre jung ist der Schreinergeselle aus Lampertheim, als Hockenheim zu seinem Schicksalsort wird. Denn Wilhelm Herz kauft sich ein gebrauchtes Motorrad und startet zum ersten Mal 1932 beim allerersten Rennen auf dem Hockenheimring. Das Schicksal, der Zufall und das Können entscheiden. Der junge Wilhelm Herz gewinnt auf Anhieb. Ich bin überzeugt, dass das erste Rennen in Hockenheim für meinen Vater die Initialzündung war, um auf dem Motorsportweg zu bleiben. Gesetzt den Fall, er wäre ausgefallen oder unter ferner Liefen geblieben, dann wäre seine Geschichte und die Geschichte auch, bin ich überzeugt, von Hockenheim ganz anders verlaufen. Hockenheim ist damals keine Konkurrenz für den Nürburgring. Dort finden die großen Autorennen statt. Teure Sportwagen, schneidige Herren und schöne Damen bringen den Duft der großen, weiten Welt in die Eifel. Einer der schnellen Herrenfahrer von damals ist Paul Pietsch. Der Nürburgring ist seine Lieblingsstrecke. Und seinen ausländischen Konkurrenten gibt er gerne Tipps. Ja, ich komme zum Nürburgring. Sie können mir doch ein bisschen helfen. Nürburgring ist doch eine schwierige Strecke. Und so war es auch. Da habe ich dem gesagt, ja, da. Die Beziehungen unter den Fahrern, die waren früher persönlicher. Das war einfach eine, Freundschaft ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eine sehr gute Kameradschaft. Heute ist der gesamte Sport
nur noch kommerziell. Und Formel 1 und so weiter, das ist der Kommerz in Person. Dafür wird der Rennsport am Nürburgring hochpolitisch, als die Nazis die Macht ergreifen. Rennsonntag, ein Volksfest. Eine glänzende Leistung deutscher Fahrer und deutscher Technik. Diese ganze deutsche Rennwagengeschichte, die damals entstanden ist, 1933 und 1934 dann, mit dem Bau des Autounionwagens und bei Mercedes, das haben die als Propaganda benutzt. Die Rennfahrer der Silberpfeil von Mercedes-Benz und Autounion sind die großen Idole. Auch für Günther Molter. Als Schüler kommt er von Landau aus in den Sommerferien jedes Jahr zum Großen Preis von Deutschland in die Eifel. Nicht per Bahn, sondern auf dem Fahrrad. Es gab keine andere Möglichkeit, als mit dem Fahrrad zum Nürburgring zu fahren. Und dann ist man bei Koblenz abgebogen in die Eifelberge. Und das war eine Schinderei. Denn bergrunter ging es immer prima, aber bergauf musste man schieben. Und am späten Nachmittag hörte man dann schon den Motorenlärm vom Nürburgring. Und da kam Mercedes Brauchitsch. Das Tolle war an diesem Auto, wenn der vom Gas ging und schaltete, dann schrie dieses Auto richtig animalisch, ein Kompressorlärm. Manfred von Brauchitsch liegt an der Spitze. Endlich scheint sein glühender Wunsch in Erfüllung zu gehen. Einmal Sieger im Großen Preis von Deutschland zu werden. Doch das Schicksal hat es anders beschlossen. Brauchitschs Wagen fängt Feuer. Rennleiter Neu packt entschlossen zu und reißt Brauchitsch aus dem engen Fahrersitz. Bravo Manfred, ungebrochen ist sein Mut. Ohne Zögern besteigt er seinen Wagen von Neuem. Das musste ja auch irgendwo herkommen, dass wir trotz Bandagen, zum Beispiel durchs Lenkrad halten, immer blutige Hände hatten. Wo gibt's das? So entstehen am Nürburgring Mythen, manchmal aber auch Fake News, wie beim Eifelrennen 1934. Das gewinnt Manfred von Brauchitsch. Der erste Sieg eines Silberpfeilrennwagens in Nazi-Deutschland. Rennleiter Alfred Neubauer behauptet später in seinen Memoiren, dass der siegreiche Mercedes-Benz-Rennwagen im Training statt der erlaubten 750 Kilogramm ein Kilo zu viel gewogen hätte. Startverbot droht. Um das Übergewicht zu beseitigen, wäre in der Nacht vor dem Eifelrennen die weiße Farbe abgekratzt worden. So sei erst der Silberpfeil entstanden. Eine schöne Anekdote, aber nicht die Wahrheit. Das Eifelrennen ist nicht nach Gewicht, sondern nach Hubraumklassen ausgeschrieben. Lackabkratzen also unnötig. Und diese Filmausschnitte zeigen, dass der Mercedes-Benz schon beim Training zum Eifelrennen silbern gewesen ist. Vor 1933 sind die Rennen in der Eifel vom ADAC oder vom Automobilclub von Deutschland, AVD, veranstaltet worden. Das übernimmt nun das nationalsozialistische Kraftfahrerkorps. Und Hitlers NS-Staat sponsert Mercedes-Benz und Autounion. 1934 gewinnt Hans Stuck den Großen Preis von Deutschland. Im Stil der Zeit. Also ich freue mich ganz besonders, dass wir zum Großen Preis von Deutschland einen deutschen Sieg auf deutschem Fahrzeug mit deutschem Fahrer ringen konnten. Das Werk und die Unterstützung unseres Führers, das ich hiermit bedanke. Heil unserem Führer! Was davon bleibt, ist allein die Erinnerung an die schönen Rennen von damals. Hans-Joachim Stuck, Sohn von Hans Stuck und selbst ein berühmter Rennfahrer wie sein Vater. Und dann muss ich immer noch sagen, bewundere ich diese Leute, die mit so einem Auto am Nürburgring einen Grand Prix gefahren sind, über 500 Kilometer. Garantiere Ihnen, das schafft heute keiner. Das war eine absolute Megaleistung. Wie der Vater, so der Sohn. Hans-Joachim Stuck wird in seiner Karriere als Rennfahrer von seinem berühmten Vater Hans Stuck gefördert.
Und er fing mit 6 Jahren an und wollte natürlich das Steuer ergreifen. Da durfte er neben mir sitzend, durfte er auch lenken. Und dann habe ich doch gemerkt, dass er also da sehr geschickt die Kurven anfährt. Und mit 6 Jahren? Mit 6 Jahren. Und bei 9 Jahren habe ich ihm dann das Auto überlassen. Ich hatte das Vertrauen zu ihm, dass er gut fahren wird. Ja, die erste Runde. Vater auf dem Beifahrersitz, 100 Tote gestorben. Ich auf 3 Kissen, BMW 700 Nürburgring, war eine coole Zeit. Heute undenkbar. Im Sommer 1939 endet am Nürburgring eine Ära. Der letzte Grand Prix vor dem Zweiten Weltkrieg trägt den Titel Großer Preis von Großdeutschland. Und der letzte Sieger heißt noch einmal wie beim Eröffnungsrennen 1927 Rudolf Caracciola auf Mercedes-Benz. Der Zweite Weltkrieg beendet die Rennschlachten auf dem Nürburgring. Jetzt wird an ganz anderen Fronten gekämpft und millionenfach gestorben. Fast ein Jahrzehnt lang ruht der Motorsport. Nach dem Krieg dauert es aber nur 2 Jahre, bis wieder die Rennmotoren erklingen. In Hockenheim wird 1947 das erste große Rennen im Nachkriegsdeutschland stattfinden. Mit geretteten oder wieder zusammengeschraubten Rennmaschinen. Damals fährt Wilhelm Herz nach Neckarsulm, sucht und findet in den Trümmern der NSU-Fabrik seine alte Kompressormaschine und rostige Einzelteile. Wilhelm Herz nimmt den Schrott mit nach Hause und arbeitet an seinem Comeback in Hockenheim. Und seiner Mutter ihren Waschkessel, der musste herhalten, für die ganzen Teile da reinzulegen und das Entrüstungsmaterial da reinzulegen. Also es war unheimlich, was er da geleistet hat. Sohn Heinz Herz mit einem besonderen Schatz. Das beste Stück haben wir hier. Vaters Lieblingsmotor. Das war der Ursprung der Rennerei nach dem Krieg. Mit seiner Kompressor-NSU fährt Wilhelm Herz in der 350er-Klasse von Sieg zu Sieg. Auch in Hockenheim. Oh, Wilhelm Herz, wo er gefahren ist, da waren wir dabei. Start der 500er Solomaschinen beim Rundstreckenrennen in Hockenheim bei Heidelberg. Das ganze Rennen ist durch die Stadt gegangen. 1948, kann ich mich erinnern, da waren ca. 200.000 in Hockenheim. Und das sind alles mit Fahrrädern und mit Zügen, Sonderzüge von Mannheim, Karlsruhe und so sind da gekommen. Es gab bei diesem 10. Hockenheim-Rennen zahlreiche Rekorde. Der beste Fahrer des Tages war Georg Meyer auf BMW. Und Schorsch Meyer sicherte sich damals am Rande des Hockenheimrings den schönsten Preis seiner Rennfahrerkarriere. In Hockenheim habe ich am Straßenrand eine Frau stehen sehen mit einer Lederhose. Da habe ich gedacht, ja, was tut denn die? Die kommt bestimmt aus Bayern. Da habe ich versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Per Chiffreanzeige suchte Schorsch Meyer das Mädchen mit der Lederhose und fand in Hockenheim seine Edith aus Heidelberg. Mein Vater war ein Bücherwurm, hat jeden Tag Zeitung gelesen und hat diese kleine Annonce entdeckt und hat zu meiner Mutter gesagt, das könnte unsere Edith sein. Daraufhin habe ich wieder geschrieben und dann entspann sich der Briefwechsel. 100 Briefe habe ich bekommen in dem einen Jahr. Und nach einem Jahr wurde geheiratet. Ja, viel Porto, viel Porto. Edith und Schorsch Meyer vereint in Hockenheim. Ich war das Mädchen mit der Lederhose. Und ich war der Mann im Lederanzug auf dem Motorrad. Anders als der Nürburgring ist der Hockenheimer Stadtkurs eine Hochgeschwindigkeitsrennstrecke. Das Unfallrisiko ist groß, aber Sicherheitsbedenken gibt es damals keine. Meistens geht alles gut. Manchmal enden Unfälle tödlich. In der Halbliterklasse war das Duell Georg Meyer, Heiner Fleischmann, mit großer Spannung erwartet worden. Als Schorsch Meyer und Heiner Fleischmann kollidieren und stürzen,
kommen 4 Zuschauer ums Leben. Wilhelm Herz ist schon vorher beim Kölner Stadtrennen verunglückt, wird operiert und liegt 16 Monate in Gips. Bei jedem Rennen hat man nicht gewusst, kommt er wieder an, kommt er nicht an. Gell? Und also es ist wirklich wahr, ich habe viele, viele Ängste ausgehalten. Ich habe eigentlich, solange wie er Rennen gefahren ist, nur in Angst gelebt. Da hat man im Bett gelegen, wie oft, in Heidelberg, und hat sich überlegt, Mensch. Aber da kam schon die Rekordsache auf mich zu und habe mich schon im Bett vorbereitet für die Rekorde. Ach, Verzeihung, ich suche den Rennfahrer Wilhelm Herz. Bei der bin ich ja, Kommissar. Nanu, Sie sind Bäcker, ich dachte, Sie wären beim Training. Bäcker bin ich nicht, aber ich bin beim Training. Sie wissen ja, ich bin vor 1,5 Jahren sehr schwer gestürzt. Und da hat mir der Arzt geraten, Brotdeich zu kneten, damit sich die Muskeln wieder kräftigen. Denn Wilhelm Herz will mit seiner Kompressor-NSU den absoluten Geschwindigkeitsweltrekord für Motorräder brechen. In Hockenheim hat er die voll verkleidete Rennmaschine getestet. Auf der abgesperrten Autobahn München-Ingolstadt macht Wilhelm Herz am 12. April 1951 Jagd auf den Weltrekord. 10 Kilometer hin, 10 Kilometer zurück. Wilhelm Herz fuhr mit 290 Stundenkilometern neuen absoluten Weltrekord. Ausgerechnet mein Vater hat mit diesem Rekord Deutschland zurückgemeldet nach dem Krieg mit diesem Ereignis. Es war weder Boxen noch Fußball. Es war ausgerechnet sein Rekord und dieser Rekord, der international von der Weltgemeinschaft anerkannt wurde. Auch in der Eifel werden längst wieder Rennen gefahren. Auf der Nordschleife erstmals im Jahr 1948. Doch im Unterschied zum Hockenheimring geht es am Nürburgring nicht nur geradeaus. Und auch die Grand Prix-Rennwagen kehren zurück. Die wichtigste Rennserie der Welt heißt inzwischen Formel 1 und startet 1951 erstmals in Deutschland auf dem Nürburgring. Italienische Rennställe beherrschen die Weltmeisterschaft. Und beim Großen Preis von Deutschland startet im Werksteam von Alfa Romeo erstmals ein deutscher Rennfahrer in der Formel 1, Paul Pietsch. Die haben gesagt, ja, einen Wagen hätten wir noch, wir wollten einen dritten Wagen besetzen. Und da haben die mich auf den Wagen gesetzt. Aber bin zu schnell in diese Linkskurve und da habe ich mich gedreht und unten über die Böschung raus und da runter. Das war schade, weil der Alfa Romeo, der ging schon sehr gut. Und so gewinnt Alberto Ascari im Werks-Ferrari den Großen Preis von Deutschland 1951. Doch die Zuschauerzahlen sind rückläufig, erreichen nicht mehr die 100.000 wie zu Zeiten der Silberpfeile. Das wird sich erst ändern, als die Daimler-Benz AG 1954 in die Formel-1-Weltmeisterschaft einsteigt. Der neue Mercedes-Benz-Rennwagen der Formel 1. 2,5 Liter, 260 PS und eine Spitze nahe an die 300. So kommt die Formel 1 erstmals zum Hockenheimring. Denn Mercedes-Benz nutzt die Rennstrecke zu Testfahrten. Werksfahrer neben Fangio und Kling ist Hans Herrmann, damals 24 Jahre jung. Noch einmal steigt Hans Herrmann in seinen Rennwagen, den er 1954 mit Stromlinienverkleidung erstmals auf dem Hockenheimring getestet hat. Während Versuchs- und Trainingsfahrten wird ununterbrochen geändert, gearbeitet. Die Monteure haben damals die Ölleitung so verlegt, dass sie nicht im Motorraum drin war, sondern im Fahr, also bei mir unten bei den Pedalen. Und das war so eine Versuchsfahrt wieder. Ich kam also in die Richtung Friedhofskurve und an dieser blöden Stelle ist der Schlauch geplatzt und ist mit vollem Atü, was da drauf ist, mit über 120 Grad, mir auf den rechten Fuß, mit dem ich ja bremsen wollte. Und ich bin von der Bremse immer wieder abgerutscht und jetzt kam aber die Kurve immer näher.
Und da hat es mich rausgeschmissen, ich hatte keine Schuhe mehr an und lag am Boden und denk, jetzt, ich spürte, ich werde jetzt ohnmächtig. Und habe nach einer Haustür geschaut und bin da rein und denke, wo kann ich hinlegen? Und noch einmal die Tür auf und sehe ein Sofa und liege auf dem Sofa. Und dann war ich, weiß nicht wie lange, ein bisschen weg und dann kam ich ins Krankenhaus. Das Ende einer Formel-1-Testfahrt in Hockenheim. Doch wenn es um Rennen in der Formel 1 geht, gibt es 1954 nur eine Adresse, den Nürburgring. Ob 200.000 oder 300.000 Zuschauer, so viel Publikum wird sich nie wieder entlang der Nordschleife einfinden. Deutschland ist gerade Fußball-Weltmeister geworden. Und auf dem Nürburgring wird auch ein deutscher Sieg beim Formel-1-WM-Lauf um den großen Preis von Europa erwartet. Sogar Bundespräsident Theodor Heuss und Rennlegende Rudolf Caracciola kommen in die Eifel. Tags zuvor ist der Argentinier Onofre Marimón tödlich verunglückt. Der erste Rennfahrer, der im Rahmen eines Formel-1-WM-Laufes ums Leben kommt. Es war schon Verdrängung oder, wie soll ich sagen, manchmal am Start, da kam manchmal schon der Gedanke, wer wird es dieses Mal sein? Der rechts von dir, der vor dir, der hinter dir? Ich nicht. Denn wenn das Vorhand genommen hätte im Denken, hätte man aufhören müssen. Und so fahren sie weiter. Um die Führung kämpfen die beiden Argentinier Juan Manuel Fangio im Mercedes-Benz und José Froilán González im Ferrari. Doch González gibt auf. Seinen Ferrari übernimmt Mike Hawthorn. Der Argentinier González kann den Tod seines jungen Landsmanns Onofre Marimón nicht verkraften. Hans Herrmann wird seinen Stromlinien-Silberpfeil mit technischem Defekt abstellen. Der Schnitt für eine Runde liegt bei Tempo 140. Fast 4 Stunden benötigt Juan Manuel Fangio für die 22 Runden auf der Nordschleife. Dann erreicht der Argentinier mit seinem Mercedes-Benz als erster das Ziel. Aber Schmerz und Leid zeichnen das Gesicht Juan Manuel Fangios. Der Sieger des großen Preises von Europa denkt in der Stunde des Triumphes an seinen Freund Onofre Marimón. In den 50er Jahren waren es 16 Tote. Ich spreche aber jetzt wirklich nur von Spitzenfahren, von Formel 1 fahren. In den 70er Jahren waren es gar 25, die tödlich verunglückt sind. Wieder Begegnung am Hockenheimring. Der alte Formel 1 Silberpfeil von Hans Herrmann mit einem jungen Formel 1 Rennfahrer von heute am Steuer, Pascal Wehrlein. Und klar, was mich erschreckt hat am Anfang, als ich reingesessen bin, man hat keine Gurte gehabt. Da seid ihr früher mit 200, 300 rumgefahren ohne Gurte. Also und, wir hatten. Du musst erzählen, wie es dein jetziger Auto ist. Ich bin von meinem. Wir hatten ein Lenkrad, ein ganz normales Lenkrad, mit dem man nach links oder rechts oder geradeaus fährt. Ein Lenkrad, das heißt ja auch so. Die haben ja einen Computer. Hockenheim 1955. Stirling Moss testet mit Beifahrer Dennis Jenkinson den neuen Mercedes-Benz 300 SLR Rennsportwagen. Wilhelm Herz ist inzwischen Präsident des Badischen Motorsportclubs und Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH. Es war sein zweites Leben, das Hockenheim. Und er hat sich auch wirklich ganz dafür geopfert. Stirling Moss und Beifahrer Dennis Jenkinson trainieren in Hockenheim für die Mille Miglia. Und sie werden tatsächlich 1955 dieses 1000-Meilen-Rennen auf italienischen Landstraßen gewinnen. Doch kurz darauf, bei den 24 Stunden von Le Mans, verunglückt einer dieser Mercedes-Benz-Rennsportwagen und löst die größte Katastrophe in der Geschichte des Motorsports aus. Am späten Nachmittag des heutigen Tages waren wir Zeuge des schrecklichsten Unfalles der Renngeschichte. Der Mercedes-Wagen des Franzosen Levé wurde zu Beginn der Boxenfront mit ca. 280 km aus der Bahn geschleudert.
Bis jetzt liegt die Zahl der Toten bei 30, die der Schwerverletzten erheblich höher. Am Ende lautet die offizielle Bilanz 82 Tote und mehr als 100 Schwerverletzte. Doch das Rennen wird nicht abgebrochen. Der Automobilclub von Deutschland sagt den deutschen Grand Prix ab. Auf dem Nürburgring findet 1955 kein Formel-1-Rennen statt. Und Mercedes-Benz zieht sich Ende des Jahres vom Rennsport zurück. Doch die Rennen werden weitergehen. Besitzer des Nürburgrings sind die Bundesrepublik, das Land Rheinland-Pfalz und der Kreis Ahrweiler. Die betreiben die Rennstrecke, um Besucher und Kaufkraft in die Eifel zu holen. Zum Publikumsmagnet wird Ende der 50er Jahre das ADAC 1000-Kilometer-Rennen. Dieser Lauf zur Sportwagen-WM lockt meistens sogar mehr Zuschauer an als der Formel-1-Grand Prix. Und beim Start müssen die Fahrer erstmal zu ihren Automobilen spurten. Großer Rennsport in der Eifel, Spargelzeit in Hockenheim. Früher erhielten die Rennsieger das Edelgemüse immer körbeweise als Ehrenpreis. Es begann in Hockenheim, wie jedes Jahr mit einem Spargelessen. Chefkonstrukteur Roder, Rupert Hollaus und Renningenieur Braxel. Doch dieses NSU-Motorrad-Werksteam mit den beiden Weltmeistern existiert nicht mehr. Hubert Hollaus ist tödlich verunglückt. Werner Haas stirbt bei einem Flugzeugabsturz. NSU zieht sich vom Rennsport zurück, aber erfüllt Wilhelm Herz noch einen letzten Wunsch. Im fernen US-Bundesstaat Utah darf der Rennleiter des Hockenheimrings 1956 seine verbesserte Kompressor-NSU satteln, um auf dem großen Salzsee noch einmal Jagd auf den absoluten Motorrad-Weltrekord zu machen. Es wird immer deutlicher erkennbar, hier kommt Wilhelm Herz auf der Delfin M3 500 Kubikzentimeter vorbeigesaust. Einmal hin, einmal her. In voller Fahrt vorbei an den Messstationen. Die Maschine liegt ausgezeichnet in der Bahn. Der Motor klingt sehr gut und von hier aus gesehen kann ich nur sagen, Maschine und Fahrer sind absolut Rekordmaterial. 50 Jahre später will Heinz Herz noch einmal an die Weltrekordfahrt seines Vaters erinnern. Da ist ja auf dem Salzsee, auf der rechten Seite der Berge, so ein Einschnitt drin, ein Tiefen. Und da kam immer der Wind her. Wenn ich da hingekommen bin, habe ich immer aufgepasst, damit nicht das Ding nach links ausbricht. Das war mal meine Gedanken. Heinz Herz begnügt sich mit Tempo 200. Sein Vater Wilhelm Herz ist 1956 fast doppelt so schnell bei seinem neuen Geschwindigkeitsweltrekord für Motorräder. 339, genau. 339 Kilometer, ja. Bei der sogenannten fliegenden Meile und dem fliegenden Kilometer. Richtig, ja. Ja. Sein Vater ist für Heinz Herz immer das große Vorbild gewesen. Vater hat immer gesagt, Bube, fällt man nicht runter. Aber ich bin dann doch immer runtergefallen und habe dann denselben Finger verloren wie er. Und da war also das Double komplett. Vater Wilhelm Herz gibt halt alles für den Rennsport. Und der Weltrekord von 1956 hat auch Folgen für Hockenheim. Denn der Motorrad-Weltverband ist so beeindruckt von Wilhelm Herz, dass der Weltrekordmann und Rennleiter ein Jahr später erstmals einen Motorrad-Weltmeisterschaftslauf auf dem Hockenheimring veranstalten darf. Dem Mann kann man einen WM-Lauf übergeben. Das war der Beginn von Hockenheim. Wir sind damals sozusagen in die Oberliga gekommen. Die Kleinstadt Hockenheim besteht die Bewährungsprobe
und darf auch künftig Rennen zur Motorrad-Weltmeisterschaft veranstalten. Wenn das im Jahr 1957 die Oberliga des Rennsports ist, dann steht der Nürburgring immer noch an der Spitze der Bundesliga. Deutschland wird allmählich zum Autoland und das macht sich inzwischen auf der Anfahrt zum Formel 1 Grand Prix des Jahres 1957 bemerkbar. Noch wird die mangelnde Verkehrsanbindung in der Eifel nicht als Problem empfunden. Und der Traum jedes Deutschen ist damals der Erwerb eines Automobils. Viele sind schon vorher gekommen, aus allen Nationen. Camping wurde großgeschrieben. Guten Appetit und hier der Jüngste der Rennfahrergeneration, der sich stärkt. Ein alter Meister steht 1957 im Mittelpunkt. Weltmeister Juan Manuel Fangio. Es wird sein letztes Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring und sein größtes. Immer wieder ein schönes und begeisterndes Bild. Und jetzt erfasst unsere Kamera in der Südkehre das Feld. Fangio kämpft sich an die Spitze, hat aber ein Problem. Sein Maserati muss zur Hälfte des Rennens zum Reifenwechsel an die Box. Das kostet Zeit. Selbst der Polizeibeamte scheint einen Strafzettel wegen Überschreitens der Parkzeit ausstellen zu wollen. Die beiden Ferraris von Hawthorne und Collins übernehmen die Führung. Eine Minute Rückstand muss Fangio aufholen. Wird er es schaffen? Ich halte die Stoppuhr. Hawthorne, Collins und Fangio! Fangio kommt ran. Und jetzt versucht Fangio in der Nordkurve hinein in die Hudsonbach vorbeizugehen. Und er ist vorbeigegangen an Collins. Fantastisch, hat die zweite Position. Das ist hier der absolute Höhepunkt. Mehr kann nicht geboten werden. Taschentücher winken überall. Vielleicht ist Fangio vorn. Jetzt haben wir ihn. Jawohl, Juan Manuel Fangio vorn. Mike Horst dahinter. Und mit großem Abstand Collins. Fangio gewinnt, wird zum fünften Mal Weltmeister und beendet seine Rennkarriere. Gerade noch rechtzeitig, mutmaßen manche Journalisten. Das Gespräch mit Fangio kreist um die Frage, ob er tatsächlich, wie es in der deutschen Presse hieß, deshalb aufgehört hätte, weil die Wagen zu schnell geworden sind. Es muss ein Irrtum sein, wenn man annimmt, ich habe aufgehört, weil mir die Wagen zu schnell geworden sind. Die Technik geht weiter und die Leistungen der Rennwagen müssen zwangsläufig schneller werden. Doch an der Wende zu den 60er Jahren häufen sich die Unfälle. Auch in der Formel 1. 1958 kommt Ferrari-Werksfahrer Peter Collins beim Großen Preis von Deutschland ums Leben. Und weil auch die Zuschauerzahlen am Nürburgring zurückgegangen sind, wird der nächste deutsche Formel 1 Grand Prix nach West-Berlin verlegt. Doch der Ausflug auf die Avus-Stadtautobahn wird zum Desaster. Das ist Jean Bérard, der Liebling des Berliner Publikums. Am Samstag vor dem Grand Prix kommt der Franzose bei einem Unfall in der Steilkurve ums Leben. Am Sonntag beim Großen Preis von Deutschland verunglückt Hans Herrmann. Der ganze Aufprall bis zum Stillstand waren es 130 Meter. Während dem Fliegen denke ich, na Gott, so ein Pech, jetzt stirbst du hier in Berlin. Aber Hans Herrmann überlebt wieder einmal und macht weiter. Ich fahre die Rennen in der Hauptsache, weil es mir vielen Spaß macht. Und es gibt immer etwas zu fahren. Hans Herrmann testet auf dem Nürburgring den neuen Porsche-Rennwagen.
Aus Sicherheitsgründen hat der Motorsport-Weltverband die Formel 1 geschrumpft. Am Nürburgring wird die neue Mini-Formel 1 getestet. 1,5 Liter, Vierzylinder, 150 PS. Das soll künftig reichen für die höchste Rennsportklasse. 1960 wird schon mal in der Eifel geprobt. Doch der große Preis von Deutschland mit der künftigen Mini-Formel 1 wird ein Reinfall. Schlechtes Wetter und zu wenig Zuschauer entlang der Südschleife. In den beiden Werks-Porsche ziehen Joachim Bonnier und Wolfgang Raffberger von Trips ihre Runden bis zum Doppelsieg. Graf Trips ist die große deutsche Rennfahrerhoffnung. Auf dem Nürburgring gibt er ambitionierten Sport- und Herrenfahrern Nachhilfe. Man soll eine Kurve einmal mindestens ganz innen anschneiden. Einmal soll man vor der Kurve an der gegenüberliegenden Seite außen sein, in die Kurve innen rein und am Ende der Kurve wieder die gegenüberliegende Kante der Straße sozusagen berühren. Wolfgang Raffberger von Trips ist Werksfahrer bei Ferrari. Seine Karriere ist ein stetes Auf und Ab. Doch 1961 ist Graf Trips auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Seine liebste Rennstrecke ist der Nürburgring. Beim 1000-Kilometer-Rennen für Sportwagen sind doch die Spitzenfahrer der ganzen Welt versammelt. Trips liegt vorne. Er kommt zum Tanken herein. Phil Hill übernimmt den Wagen. Und jetzt passen Sie genau auf. Scarlatti kommt mit Wagen Nummer 4, das ist der. Der Tankverschluss auf, Einfüllstutzen hinein, Hahn auf, Benzin und da brennt er schon. Giorgio Scarlatti, der hat sich an der linken Hand etwas verbrannt. Zu viel Benzin ist ausgelaufen. Zu viel aus der Leitung, zu viel aus dem Tank. Und bald steht der Wagen in hellen Flammen. Ein riesiges Feuermeer ist nur noch zu sehen. Der Brand wird lokalisiert. Aber auch hier müssen wir sagen, alles ging bestens ab. Man kann sich die Risiken auch schönreden. So ist das schon 1961 am Nürburgring. Natürlich ist es auch, dass man irgendwie das Gefühl hat, gerne gefahrvolle Dinge zu tun und sich vielleicht selber zu messen. Und auch eben, was besonders für mich beim Motorsport mit das Ausschlaggebende ist, der Zweikampf, die Auseinandersetzung mit dem Gegner, in diesem Falle eben mit dem Automobil. Graf Trips 1961 beim Heim-Grand Prix auf dem Nürburgring. Trips führt in der Formel 1 WM. Wie viele Runden müssen Sie drehen am Sonntag? Das weiß ich auch nicht. Das kommt auch mal vor, dass ein Rennfahrer das nicht weiß. Nee, das weiß ich wirklich nicht. 300 irgendwas Kilometer müsste man jetzt ausrechnen, wie viele Runden das sind. Ich weiß. 15 Runden, nicht? Ja, 15 da, Runden, da ruft einer zu, die Sportfans ja, wissen das. Ist doch Wurst, wie viele Runden. Am Ende wird Trips Zweiter auf der Nordschleife, baut seine WM-Führung aus und kann beim nächsten Rennen in Monza als erster deutscher Rennfahrer Formel-1-Weltmeister werden. Trips lag erst an sechster Stelle, wollte in der zweiten Runde den Engländer Jimmy Clark auf Lotus überholen. Dem glanzvollen und sportlichen Auftakt wich die Unruhe in den letzten Minuten. Die verschiedensten Gerüchte kursierten. Und was ich mit Angst und mit Sorge befürchtete, ist mir eben durch die offizielle Mitteilung der Rennleitung zur Wahrheit geworden. Unser Wolfgang Graf Berge von Trips ist in der Südkehre tödlich verunglückt. Es kommt nicht von ungefähr, dass Automobil- und Rennsport Anfang der 60er Jahre in Deutschland immer kritischer kommentiert werden. 409.000 Deutsche wurden im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen verletzt. Mit ihren Autos gehen an jedem Tag 40 Menschen zugrunde. Diese Blechleichen bleiben liegen, bis jemand gefunden wird, der die Transportkosten bis zum nächsten Autofriedhof übernimmt. Denn die Besitzer leben nicht mehr.
Aber Todesgefahr ist für zu viele Autofahrer genau das, was sie am meisten reizt und berauscht. Dies ist der Nürburgring, Streckenabschnitt Brünnchen, an einem Samstagnachmittag. An jedem Wochenende, besonders vor großen Rennen, kann sich jeder Wagenbesitzer für 5 Mark pro Runde die Erlaubnis erkaufen, um den Ring zu rasen. Und schlimmer als irgendwo sonst bricht hier der Autowahn in offenen, kreischenden Irrsinn aus. Ein alter Taunus ist herausgeflogen. Jünglinge sitzen am Steuer, die man früher nicht einmal ein Ochsengespann hätte lenken lassen. Was hier geschieht, erklärt zum großen Teil, warum die Zahl der Verkehrstoten, bezogen auf die Zahl der Fahrzeuge, bei uns doppelt so hoch ist wie in Frankreich. 5-mal so hoch wie in USA. Zu Hunderten flackern Lagerfeuer auf den kühlen Höhen der Eifel rings um den Nürburgring. Es ist der Vorabend des 1000-Kilometer-Rennens. Zehntausende von Temponarren an der Hohen Acht. Mit Fässern Bier und Ferkeln am Spieß feiern die Fanatiker ihren Donnergötzen auf altteutonische Art. 2 Rennfahrer sind beim Training tödlich verunglückt. Aber nicht Kummer, sondern schwarze Erregung erfüllt die Zuschauer. Deswegen zieht ein Autorennen mehr Menschen an als jede andere Sportveranstaltung. Von 1960 bis 1965 hat sich in der Bundesrepublik die Zahl der zugelassenen Pkw von knapp 5 Millionen auf fast 10 Millionen verdoppelt. Das Autoland braucht dringend neue Autobahnen. Und das ist das Glück für die Rennstadt Hockenheim. Der Bau der A6 zwischen Mannheim und Heilbronn zerschneidet den alten Hockenheimring. Dafür fordert die Stadt Hockenheim Schadensersatz und bekommt tatsächlich für 15 Millionen D-Mark eine neue Rennstrecke. Das Motodrom, ein Stadion für den Motorsport. Stehtribünen von insgesamt 1300 Metern Länge für 120.000 und eine Haupttribüne für 6.000 Zuschauer entstanden. Ein Teil der alten Strecke wurde beibehalten, um einen Meter verbreitert und die Ostkurve neu ausgebaut. Außerdem muss ein Forschungscamp der Roten Waldameise umzäunt und gesichert werden. Das Forstwissenschaftliche Institut der Universität Freiburg hatte sie im Hartwald bei Hockenheim angesiedelt, zur biologischen Bekämpfung der Raupenplage. Und so kommt es, dass pünktlich im Mai 1966 das neue Motodrom mit dem deutschen Motorrad-Grand Prix eröffnet wird. Wilhelm Herz, die Strecke könnte in ihrem sportlichen Wert dadurch leiden, dass sie flach verläuft. Was können Sie dazu sagen? Nein, kann man gar nicht sagen. Ich behaupte sogar das Gegenteil. Sie sehen viel mehr. Wenn ein Berg hochgeht, ist der Fahrer verschwunden. So kann man aber die ganzen 5 Kurven schön übersehen und man sieht, was leistet der Fahrer und wie stark ist er im großen Feld. Die neue Rennstrecke ist zuschauerfreundlich. Das Motodrom bietet Raum für mehr Spektakel in allen Rennklassen. Motorsport wie in einem Fußballstadion. Nur etwas riskanter. Wilhelm Herz, Weltrekordfahrer und Rennleiter am Hockenheimring, ermahnte die Fahrer, fair und rücksichtsvoll zu fahren. Er konnte nicht ahnen, dass dieser Hinweis gerade bei diesem Rennen sehr notwendig sein würde. Noch in der ersten Runde, die Autos hatten noch keine 6 Kilometer zurückgelegt, ereignete sich dieser schwere Unfall. Insgesamt waren 6 Fahrer beteiligt. Sand und Öl auf der Strecke machten den wegen seiner Sicherheit vielgerühmten Hockenheim-Kurs gefährlich. Wird Zeit, dass manche in Hockenheim erstmal richtig Autofahren lernen. Jeder Fehler in der Sachskurve wird schwarz auf weiß festgehalten vom Instructor. In unserem Fall ist das Altmeister Hans Stuck, in den 30er Jahren einer der Könige auf den Rennpisten. Ja, auch zu den Pylonen. Möglichst innen, verschenken Sie keinen Meter.
Am nächsten Tag war es dann soweit. Endlich sollte man richtig fahren dürfen. Le Mans Start. Und dann durfte jeder 10 Runden ohne lästige Unterbrechungen so schnell und so gut fahren, wie er konnte. Auch im Motorsport fallen die Meister nicht vom Himmel. Nach 2 Lehrgangstagen war eben für viele die breite Hockenheim-Rennpiste noch zu schmal. Kann man bei einem solchen Lehrgang eigentlich auch Talente entdecken? Ja, unter jeder Bedingung. Schon hier in Hockenheim können Sie feststellen, wer ein besonderes Talent ist. Wir haben gerade eben die Gruppe gehabt, die Nummer 10, wäre meines Erachtens ein Talent, das ich weiter prüfen wollte. Es ist absolut sichtbar und man müsste dann natürlich mit dem auf den Nürburgring gehen, denn die Strecke ist ja dann erheblich schwieriger. Bestätigen auch die Schnellsten der Vollgasbranche, wie Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart. Der Nürburgring. Die größte Rennstrecke der Welt, 23 Kilometer, 187 Kurven damals. Da hat auch Jackie Stewart Respekt. Zumal die Formel 1 ab 1966 mit 3-Liter-Rennmotoren und 400 PS unterwegs ist. 13 Sprünge pro Runde. Diese Rennwagen hoben leicht ab, landeten aber schlecht. Du konntest überall rausfliegen. Jim Clark ist damals der größte Star unter den Männern in ihren fliegenden Kisten. Mit seinem Lotus wird er 1963 und 1965 Weltmeister in der Formel 1. Der schottische Schafzüchter und Rennprofi Jim Clark ist auch in Deutschland ein absoluter Publikumsliebling. Da ist er durch. Das Rennen ist beendet. Jim Clark auf Lotus, Sieger des großen Preises. Herzliche Glückwünsche noch einmal für den Sieger Jim Clark. 7. April 1968. Verkehrschaos in Hockenheim. Im neuen Motodrom startet Jim Clark. Der beste Rennfahrer der Welt gastiert zum ersten Mal auf dem Hockenheimring. Eine Sensation. 60.000 Zuschauer wollen Jim Clark sehen. Der 33-jährige Schotte fährt zwar nur bei einem Formel-2-Rennen, aber schon das ist eine deutliche Ansage in Richtung Nürburgring. Hockenheim hat mit dem neuen Motodrom große Ambitionen, auch auf Formel-1-Gastspiele. Doch Jim Clark ist nach dem Abschlusstraining am Samstag vom Hockenheimring nicht gerade begeistert. Es ist eher lächerlich mit einem Formel-2-Rennwagen. Immer nur geradeaus. Nichts zu tun am Lenkrad. Am Samstagabend vor dem Rennen noch ein Auftritt im ZDF. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen vorstellen, Jim Clark, zweifacher Weltmeister aus Schottland und ein sehr internationaler Mann. Hi, Jim Clark, nice to have you here in the studio. Jim Clark wird also morgen auch in Hockenheim starten, obwohl er an sich ein Formel-1-Pilot ist. How much money can one make if one is a top-class driver like you are? I don't know, I don't have time to... You don't even edit. Also Jim Clark hat nicht einmal die Zeit durch seine vielen Rennen und vielen Verpflichtungen, dass er das genau ausrechnet. Herzlichen Dank fürs Kommen, meine Herren, und für morgen Hals- und Beinbruch. Sonntagmorgen. Regen in Hockenheim. Jim Clark hat Probleme mit seinem Lotus. Der zweifache Weltmeister steht nur auf dem 7. Startplatz und verliert im Rennen rasch den Kontakt zur Spitze. Es ist ungewöhnlich, dass Jim Clark nur hinterherfährt. Aus der 5. Runde kommt der Lotus mit Start Nummer 1 nicht mehr zurück. Ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben.
Jim Clark, der zweimalige Weltmeister und 25-fache Grand Prix-Sieger, ist tot. Wenn Jim Clark in einem Rennwagen sterben konnte, dann waren wir alle verwundbar. Und dieser Schock bringt auch die Rennstreckenbesitzer unter Druck. Die Formel 1 startet 1968 zwar wie immer auf dem Nürburgring, aber die Zweifel an der Sicherheit auf der Nordschleife wachsen. Dichter Nebel im August. Absurd. Wir fuhren auf dem Nürburgring in Nebel und Regen. Bedingungen, unter denen heute nie ein Rennen gestartet werden würde. Jackie Stewart riskiert Kopf, Kragen und seinen Ford Matra. Mit den über 400 PS setzt er sich an die Spitze. Sieg bei einem Durchschnitt von fast 140 Stundenkilometern. Ich wurde reich durch den Motorsport. Ich fuhr zwar nicht allein des Geldes wegen, aber es lohnte sich. Alle Spitzenfahrer sind Millionäre. Sie verdienen Tausende von Mark in der Werbung und können sich, wie Jackie Stewart, solche Prunkvillen leisten. Jackie, was muss ein guter Rennfahrer mitbringen? Ein guter Rennfahrer muss kühl und berechnend sein. Er muss gleichzeitig sehr gefühlvoll sein und Fingerspitzengefühl haben. Denn in vieler Hinsicht lässt sich ein Rennwagen mit einer Frau vergleichen. Ein Rennwagen ist nervös, empfindlich und sensibel. It was exciting, it was glamorous, it was colorful. Die 60er und 70er Jahre waren einfach spitze. Und ich war jung, eine fantastische Zeit. Rennfahrer sind inzwischen Popstars und haben auch ihre Groupies. Die Sitten sind lockerer geworden. Die Zeit der alten Rennfunktionäre mit Hosenträgerscharm beginnt abzulaufen. Motorsport ist sexy. Heißt Heide. Sie fährt zu Autorennen. Sie sagt, sie hat vor einem Jahr damit angefangen und macht es seitdem so oft sie kann. Beinahe hätte Heide in Hockenheim etwas mit Motorradweltmeister Bill Ivy angefangen. Wenn ich mir überlege, dass der Bill Ivy mich mitnehmen wollte zum Tanzen am Hockenheimring vor seinem Unfall und ich, dummes Ding, bin nicht mitgegangen, weil mir die Füße zu weh taten. Vom Rumrennen im Fahrerlager und an der Rennstrecke. Bill Ivy, der gefiel mir als einziger, als fast Gleichgesinnter unter all diesen Herren Rennfahrern am besten. Und der ist ja vor 2 Wochen auf dem Motorrad am Sachsenring verunglückt. Tödlich verunglückt. Deshalb ist Heide im Sommer 1969 am Nürburgring mit dem amerikanischen Rennfahrer Bill Scott zusammen. Die Rennfahrer leben halt von der Fähigkeit, im Bruchteil genauen Sekunden genau das Richtige zu tun. Was haben wir, Steve Heide? Steve, now I turn some fast laps, okay? Hast du Angst, dass ihm was passiert, wenn er fährt? Weil ich mir das nicht vorstellen will. Bill Scott konzentriert sich auf Heide. Der junge Niki Lauda, hier im Bild, denkt an das Formel-V-Rahmenrennen vor dem deutschen Grand Prix. Niki Lauda wird es noch zum Formel-1-Weltmeister bringen, Bill Scott nicht. Ein paar Stunden später, Live-Übertragung vom deutschen Formel-1 Grand Prix. Mit dem Duell Jackie Stewart gegen Jackie X. Jackie Stewart war der, den du schlagen musstest. Er war Jackie Stewart. He was Jackie Stewart.
X direkt hinter Stuart. Jagdinstinkte werden wach. Wenn du einen Hasen vor dir hast, jagst du den. Das ist einfach so. Das ist der Kern von Motorsport. Und wir beide können uns sagen, wir sind immer noch am Leben. 1969 gewinnt Jackie X den Kampf gegen Jackie Stewart. Ich mochte den Nürburgring ganz besonders und ich hatte die Chance, dort Jackie Stewart zu besiegen. Jackie Stewart liebt den Nürburgring nicht. Er fordert Leitplanken und Auslaufzonen entlang der Strecke. Jackie X sieht das anders. Es war gefährlich, aber niemand hat dich dazu gezwungen, dort zu fahren. Damals kümmerte ich mich um mehr Sicherheit im Rennsport, aber Jackie war mit vielen Dingen nicht einverstanden. Er dachte, ich würde zu weit gehen. Wieder gibt es beim deutschen Grand Prix auf der Nordschleife schwere Unfälle. Und bereits im Training ist Gerhard Mitter tödlich verunglückt. In Hockenheim sind inzwischen Bäume gefällt worden. Die späte Konsequenz nach dem tödlichen Unfall von Jim Clark. Die langen Waldgeraden sind durch den Einbau von zwei Schikanen etwas entschärft worden. Überall gibt es breite Randstreifen mit Leitplanken. Im Juni 1970 ist die Formel 2 zu Gast auf dem umgebauten Hockenheimring. Die langen Geraden in Hockenheim, Schauplatz gefährlicher Windschattenkämpfe bei Höchstgeschwindigkeit, werden jetzt von zwei flüssig zu fahrenden Kurven unterbrochen, die die Fahrer zum Bremsen und Schalten zwingen. Was halten Sie vom Kurs, speziell von den neu eingebauten Teilen, jetzt von den Schikanen? Ja, die Schikanen sind sehr, sehr gut, sind sehr, sehr schwierig zu fahren. Ich glaube, sind überhaupt die besten Schikanen seit der Goodwood-Schikane. Aber sag mal, es ist leichter, jetzt vorne zu bleiben. Aber es wird trotzdem noch eine Windschattenschlacht werden. Aber es ist auf jeden Fall besser, glaube ich auf jeden Fall. Und Graham Hill. Auf die Frage, ob jetzt auch Formel-1-Rennen hier stattfinden könnten, zögerte der Ex-Weltmeister. Das ist schwer zu sagen. Grundsätzlich ist Hockenheim nicht gerade das, was man eine schwierige Strecke nennt. Es gibt immer noch zu wenige Kurven. Andererseits ist die Strecke für die Zuschauer großartig. Große Tribünen, gute Sichtverhältnisse auf den interessantesten Teilen der Strecke. Grand Prix-Rennen sind auch eine Geldfrage für die Veranstalter. Deshalb, es ist schwer zu sagen. Auch 1970 rüstete der Nürburgring erneut zum Großen Preis von Deutschland. Da erreichte den veranstaltenden AVD drei Wochen vor dem Renntag ein Beschluss der Grand Prix Drivers Association. Die Fahrer würden nicht starten, wenn nicht bestimmte Bedingungen erfüllt würden. Zum Beispiel Leitplanken von rund 16 Kilometern Länge. Jochen Rindt und Graham Hill als Vertreter der GPDA ließen sich auf keinen Kompromiss ein. Ich für meine Person fahre sehr, sehr gerne am Nürburgring und das trifft für die meisten meiner Kollegen auch zu. Nur sind durch die Unfälle der letzten Zeit, durch diese fürchterlichen Katastrophen, sind wir zur Erkenntnis gekommen, dass wesentlich mehr für die Sicherheit geschehen muss und dass Rennstrecken für Formel-1-Wagen noch wesentlich sicherer gemacht werden müssen. Der Veranstalter des deutschen Grand Prix, der Automobilclub von Deutschland, reagiert und wechselt 1970 mit seinem Formel-1-Rennen vom Nürburgring erstmals nach Hockenheim. Mit seinem Vater, Hockenheimring-Rennleiter Wilhelm Herz, ist auch Heinz Herz mit dabei. An diesem Formel 1 1970, hier gerammelt voll, Zuschauer ohne Ende. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. 120.000 Rennfans sollen es gewesen sein beim ersten Formel 1 Grand Prix in Hockenheim. Das Starterfeld, die Besten der Besten, allen voran Jochen Rindt. Und es wird ständig überholt. Mal führt Jochen Rindt im Lotus, dann wieder Jackie X im Ferrari. Jackie X und Jochen Rindt. Drei Runden hat jetzt Rindt geführt. Jetzt ist Jackie X wieder vorne. Jackie X erster. Zweiter Jochen Rindt.
one of the highlight race of the 70s in Formula One, no doubt. Eines der besten Rennen der Formel 1 in den 70er Jahren. Warum? Weil bis zur letzten Runde niemand wusste, wer gewinnen würde. Until the very last laps. Der Abstand sind 15 Meter. Das kann Jacques X nicht mehr schaffen. Jochen Rindt an der Spitze. Nur Jochen konnte mit seinem unglaublichen Talent so am Limit fahren. Das erste Formel-1-Rennen in Hockenheim. Der letzte Sieg von Jochen Rindt. Fünf Wochen später kommt Rindt in Monza bei einem Unfall ums Leben, wird am Ende der Saison als toter Formel-1-Weltmeister. Den Siegerkranz von Hockenheim legen Jochen Rindts Rennmechaniker an der Stelle nieder, an der Jim Clark 2 Jahre zuvor tödlich verunglückt ist. Auch das macht diesen ersten Grand Prix im Motodrom so unvergesslich. Für Hockenheim war das die Mondlandung. So toll war dieses Ereignis, dass die Formel 1 hier Fuß gefasst hat. Und höher kann man im Motorsport nicht steigen als diese Veranstaltung. Damit ist der Ringkampf um die Formel 1 zwischen Hockenheim und der Eifel-Rennstrecke eröffnet. Der Nürburgring ist im Besitz von Bund und Land. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl sorgt dafür, dass die Nordschleife mit Steuergeldern modernisiert wird. Für 15 Millionen Mark gibt es neue Auslaufzonen und Leitplanken. Der Boykott ist vergessen. Die Formel 1 kehrt 1971 wieder zurück in die Eifel. 1,2 Millionen gibt der Veranstalter aus, 600.000 fließen davon in die Kassen der Fahrer und der Rennställe. Jackie Stewart, Sie sind die schnellste Runde gefahren, die je auf dem Nürburgring gefahren wurde. Jackie Stewart, Sie made the fastest lap ever made on the Nürburgring. What's your opinion about the new circuit? Ich habe ihn gefragt, was er von dem neuen Kurs des Nürburgrings hält. Und er sagt, er sei ausgezeichnet und vor allem auch die Sicherheitseinrichtungen seien sehr gut. Aber machen wir uns nichts vor, wir fahren nicht Tempo 300 und glauben, dass wir alle davonkommen. Motorsport ist gefährlich. We're still vulnerable. Motor racing is dangerous. Der Sieger also im 33. Großen Preis von Deutschland heißt Jackie Stewart und er fuhr den Schnitt von 184,2 Kilometern pro Stunde. Hockenheim hat im Kampf um die Formel 1 ein schweres Handicap. Auf dem Nürburgring ist Bund und Land mit Teilhaber beim Nürburgring. Doch Wilhelm Herz und die Stadt Hockenheim wollen nicht klein beigeben. 1971 veranstalten sie auf eigene Rechnung einfach selber ein Formel-1-Rennen im Motodrom. Das zählt zwar nicht zur Weltmeisterschaft, soll aber demonstrieren, dass Hockenheim dem Nürburgring Paroli bieten will. Jackie X im Ferrari gewinnt im Motodrom. Aber es kommen nur 60.000 Zuschauer und Hockenheim fährt in die roten Zahlen. 70.000 Mark Verlust müssen aus eigenen Ersparnissen beglichen werden. Wir hier in Hockenheim sind also keine potenten Geldleute, sondern wir müssen kämpfen, wir müssen immer und immer wieder das Geld selber beischaffen. Bund und Land hat uns bis heute noch nicht für einen Pfennig geholfen. Während der Nürburgring 64 Mitarbeiter beschäftigt, stehen in Hockenheim nur 5 Verwaltungsangestellte auf der Gehaltsliste. Während der Nürburgring in den roten Zahlen arbeitet, führt die Hockenheimring GmbH jährlich 500.000 Mark Steuern an die Stadt Hockenheim ab und wirtschaftet mit Gewinn. Das Blechduell zwischen Hockenheim und dem Nürburgring geht also weiter. Auch wenn Anfang der 70er Jahre nach dem Umbau der Nordschleife der Nürburgring wieder die Formel 1 und die Nase vorn hat. Das Kerngeschäft ist Motorsport und das Geschäftsmodell ist immer noch dasselbe. Die großen Rennen sollen Zuschauer an die Strecke bringen. Die lassen Geld in der Region. Wie viel? Das lässt sich nur grob schätzen. Aber wenn die Nürburgring GmbH rote Zahlen schreibt, hilft schon immer das Land.
Das nennt sich Strukturförderung, aber solange die Rennfans halbwegs mitspielen, rechnet sich das Ganze. Ich sehe die Autos im Kern und alles. Ein gewisses Nervenkitzel. Nee, ich bin Fan von Jackie Stewart. Der Nürburgring ist eine politisch gewünschte und staatlicherseits finanzierte Subventionsmaßnahme, um in der Eifel Beschäftigung zu schaffen. Ging es dem Ring schlecht, ging es der Region rund um Adenau schlecht. Hotels, Gästehäuser und Pensionen öffneten und schlossen, je nach Verkehrsaufkommen. Die Einnahmen aus den großen Rennen auf dem Nürburgring sind in unser Betriebskapital fest eingeplant. Die Nürburgring GmbH ist der mit Abstand größte Arbeitgeber vor Ort. Je mehr Rennen, desto mehr Hilfskräfte werden benötigt. Doch mit jedem schweren Unfall beginnt aufs Neue die Diskussion um die Sicherheit auf der Nordschleife. Vier Wagen rasten bereits in der ersten Runde an der Döttinger Höhe ineinander. Dabei wurde der 19-jährige Rennfahrer Ulrich Schickentanz aus Willich schwer verletzt. Ein Wagen geriet in Brand. So wurde der Lauf nach dem schweren Unfall abgebrochen. Da schießt der Wagen von Franz Pesch völlig unvermittelt auf den Wagen von Müller zu. Beide gehen über die Leitplanken und Großfeuer. Nach 10 Sekunden löst sich der Schweizer Fahrer Herbert Müller aus dem Flammenmeer, läuft direkt auf die Feuerlöschkanone zu. Nur angesenkte Augenbrauen, sonst ist er unverletzt. In der Formel 1 wächst von Jahr zu Jahr die Abneigung, auf dem Nürburgring fahren zu müssen. Die Nordschleife ist mit ihren 22,8 Kilometer Länge ein Anachronismus im Rennkalender. Dem 38. Großen Preis von Deutschland sind zahlreiche Diskussionen in Sachen Sicherheit vorausgegangen. Die Fahrer und Konstrukteure sind bzw. waren der Meinung, dass die Strecke hier oben auf dem Nürburgring, die 22,8 Kilometer, an vielen Stellen zu gefährlich sei. Hinter den Kulissen hat Bernie Ecclestone, der neue Boss der Formel 1 Rennstallbesitzer, bereits die Fühler nach Hockenheim ausgestreckt. Und noch vor dem deutschen Grand Prix 1976 auf der Nordschleife ist man sich hinter den Kulissen einig geworden, dass die Formel 1 ab 1977 auf dem Hockenheimring startet. Die Formel 1 wäre also auch ohne den Unfall von Niki Lauda von der Nordschleife nach Hockenheim gewechselt. Ein Jahr nach dem Unfall. Niki Lauda am Rennsonntag vor dem deutschen Formel 1 Grand Prix in Hockenheim. Niki, wie lange hält dieses Hemd, das du jetzt anziehst, gegen Feuer? Ich habe sie probiert, richtig. Und eine Minute lang. Und überall dort, wo ich es angehabt habe, das heißt, wo die Haut damit bedeckt war, war kein Problem. Ein Problem habe ich nur deswegen gehabt, weil ich den Sturzhemd verloren habe. Oder hier zum Beispiel, weil der Overall zurückgegangen ist. Ja? Morgen. Ja, ich komme gleich. Morgen. Können Sie mir Autogramm geben? Haben Sie was? Ja, ja. Moment, eine Kugelschreiber. Tut mir leid, dass ich Sie aufhalte, aber... Kein Problem. Jetzt momentan sind keine Leute da, nicht? Bitte schön. Na, Auflauf. Dankeschön. Und ich halte den Daumen fest. Dankeschön. Was? Sehr nett. In der Eifel geben sie ihm immer noch die Schuld für den Verlust des Formel-1-Rennens. Jetzt bringt jeder das im Zusammenhang mit mir. Aha, der Lauda hat einen Unfall gehabt und deswegen will er dort nicht mehr fahren. Das war eine Entscheidung, die mit oder ohne Unfall auf jeden Fall hier nach Hockenheim uns alle gebracht hätte. Aber nicht, weil ich es will, sondern weil es alle Fahrer wollen. Und ich finde, das hier ist ein guter Kurs, warum sollen wir hier nicht fahren? Und hier die Situation in der 13. Runde. Lauda noch hinter Scheckter, Anfahrt auf die zweite Bremskurve, Geschwindigkeit ca. 270 km in der Stunde. Lauda in Führung. Ein Jahr nach seinem Unfall gewinnt Lauda den Großen Preis von Deutschland. Ich glaube, jeder Sieg freut einen unmittelbar nachher. Ja? Der hier freut mich schon ein bisschen.
Hockenheim hat jetzt auf Dauer die Formel 1, kassiert allerdings nur die Streckenmiete. Das Risiko liegt beim Veranstalter des deutschen Grand Prix. Das ist noch der Automobilclub von Deutschland. Der muss vom Kartenverkauf das Startgeld bezahlen. Dessen Höhe handelt Bernie Ecclestone aus, der Boss der Formel-1-Rennstelle. Und Ecclestone will jedes Jahr mehr Geld für das Gastspiel seines Grand Prix-Zirkus. Der Grand Prix ist für den Veranstalter, für den Automobilclub Deutschland, an der Grenze der Belastbarkeit angelangt. Das heißt, wir haben ein Etat von 4 Millionen, der sich nicht mehr ausschließlich durch die Einnahmen aus dem Zuschauer-Eintrittskartenverkauf abdecken lässt. 1978 verkauft der Automobilclub von Deutschland für 100.000 Mark seinen Grand Prix an Bernie Ecclestone. Und der verspricht eine bessere Show. Eine bessere Show? Sicherlich, das ist besser fürs Publikum, ohne dass wir keine Autorennen hätten. Und ohne ihre Eintrittsgelder können wir keine Rennen veranstalten. Am Ende gehören Bernie Ecclestone alle Rechte an der Formel 1. What's gonna happen with Nürburgring? Ja, was wird aus dem Nürburgring? Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Rheinland-Pfalz als Eigentümer des Nürburgrings wollen in der Eifel eine neue Rennstrecke bauen, damit die Formel 1 zurückkommt. Der erste Entwurf soll 65 Millionen Mark kosten. Überzeugt Bernie Ecclestone aber nicht. Schließlich soll hier für die 80er Jahre bis über das Jahr 2000 hinweg gebaut werden. Für die Zuschauer ist der Kurs gut und auch in puncto Sicherheit stellt er keine Probleme. Trotzdem könnte man es noch besser machen. Er kostet schließlich eine Menge Geld und es sollen ja auch gute Rennen werden. Es ist notwendig für Deutschland, dass es den besten Kurs der Welt besitzt. It's silly to spend all this money and not do something really good. And I think it's necessary for Germany to have the best circuit in the world. In der Zwischenzeit finden weitere Rennen auf der alten Nordschleife des Nürburgrings statt. 1980 überlebt Manfred Winkelhock auf wundersame Weise einen Unfall in einem Formel-2-Rennwagen. Doch die teure Formel 1 fährt weiter exklusiv in Hockenheim. Das Motodrom hat einen besonderen Standortvorteil. Es liegt zentraler als der Nürburgring. Man kommt leichter hin und schneller wieder fort. Und im Ernstfall sind zwei Universitätskliniken in Minutenschnelle erreichbar. Das wird 1982 für Ferrari-Werksrennfahrer Didier Pironi zum Glück im Unglück. Der ganze Vorderwagen weggezogen in die Wiese hinein. Der ganze Vorderwagen ist zerstört. Pironi wird im Augenblick behandelt. Am Mittag wird Pironi in der Heidelberger Universitätsklinik mehrere Stunden lang operiert. Inzwischen soll er außer Lebensgefahr sein. Pironi überlebt und Bernie Ecclestone fragt sich wieder mal: What's gonna happen with Nürburgring? Im Kampf des Nürburgrings um die Formel 1 ziehen Bund und Land alle Register und bauen in der Eifel tatsächlich eine neue Rennstrecke. Als Ersatz für die alte Nordschleife. Das Land Rheinland-Pfalz ist künftig Alleineigentümer. Und 1984 wird der neue Nürburgring eröffnet. Der neue, nur 4,5 Kilometer lange Rundkurs ist in 2,5 Jahren Bauzeit mit einem Kostenaufwand von 80 Millionen D-Mark aus dem Boden gestampft worden. Wir setzen damit einen Meilenstein in der Geschichte des Nürburgrings und des Motorsports. Mein Name ist Niki Lauda. Ich bin hier seit 8 Jahren wieder das erste Mal am Nürburgring. Und ich finde, die Strecke, die hier gebaut wurde, ist einzigartig auf der Welt, was die Sicherheit und die Anlagen über den Nürburgring angeht. Ich finde es einfach fantastisch, hier wieder zu sein, unter diesen modernen und guten Bedingungen. Doch schon der erste Formel 1 Grand Prix auf dem neuen Nürburgring ist nicht ausverkauft. Viele Rennfans fremdeln mit dem Retortenkurs und trauern der Nordschleife nach. Hier war früher aber viel mehr Fete und so. Ist nichts mehr. Mal für die Sicherheit da oben ist es besser und so, mag sein. Aber letztes Mal bei der Eröffnung war ja alles voll, Autos, ist überhaupt gar nichts mehr. 60.000 Zuschauer kamen bei der kühlen, aber trockenen Witterung zur Formel 1 Premiere auf den neuen Nürburgring. 26 Stunden, alle qualifiziert. Heute Morgen noch ein Ausrutscher von. Viele Besucher kampieren am Rand der alten Strecke und sehen sich den Formel 1 Grand Prix auf dem neuen Nürburgring lieber am Fernsehen an.
Nur eines ist am neuen Nürburgring wie immer und überall, wenn die Formel 1 von Bernie Ecclestone kommt. Die Eintrittspreise steigen und das kostet Zuschauer. Am neuen Ring, da werden wir abgestellt, werden abgestempelt, sollen, wie jetzt bei diesem Rennen, Horrorpreise bezahlen. Für nichts. 1985 gibt es noch ein zweites Formel-1-Gastspiel auf dem neuen Nürburgring. Mit noch weniger Besuchern. Da steckt der Wurm drin. Es ist kein sehr interessanter Kurs. Er ist schlecht für die Zuschauer, die etwa 2 Kilometer entfernt sitzen. Er ist schlecht fürs Fernsehen. Man hat da nicht richtig nachgedacht. Ab 1986 kehrt die Formel 1 also wieder ins Motodrom zurück. Auch weil Bernie Ecclestone sämtliche Werberechte entlang des Hockenheimrings überlassen werden. Im Schnitt kommen am Rennsonntag 60.000 Zuschauer zum deutschen Grand Prix nach Hockenheim. Die Formel 1 rechnet sich. Der Nürburgring ist weg vom Fenster und hat inzwischen auch den deutschen Motorrad-Grand Prix an Hockenheim verloren. Selbst Bundeskanzler Helmut Kohl macht 1989 dem Motodrom seine Aufwartung. So, jetzt müssen wir aber vorkommen. Alles klar. Ich bedanke mich. Alles Gute, Donnie. Am Nürburgring hat man sich daher bei Zeiten nach Alternativen zur Formel 1 umsehen müssen. Das Musikfestival Rock am Ring wird das erste große Event, das außerhalb des Kerngeschäfts Motorsport funktioniert und regelmäßig Besuchermassen in die Eifel lockt. Alsbald versucht der Hockenheimring nachzuziehen. Und auch das Motodrom wird Schauplatz für Open-Air-Konzerte. Die alte Nürburgring-Nordschleife lebt indes auch ohne Formel 1 noch immer. Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring für Sport, GT und Renntourenwagen wird Kult. Und auch die Hotelierstochter Sabine Schmitz kommt auf den Geschmack am Rennfahren. Wenn man wie ich so direkt am Nürburgring aufwächst, dann hat man wahrscheinlich schon ein bisschen Benzin im Blut. Und dann die ganzen Gäste bei uns im Hotel, die waren immer so begeistert von der Nordschleife. Und dann habe ich mal mit das Auto geschnappt und bin mal drüber gefahren. Ich hatte zwar keinen Führerschein, aber Auto hat überlebt, ich habe überlebt. Und Sabine Schmitz gewinnt schließlich als erste Frau das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Es ist die Zeit, als auch erstmals ein deutscher Rennfahrer Formel 1 Weltmeister wird. Michael Schumacher. Das Schumi-Fieber grassiert und lockt Zuschauer an, die vorher nie zu einem Formel 1 Rennen nach Hockenheim gepilgert wären. Na komm da. Gib Gas, lieber Michael Schumacher. Gib Gas, lieber Michael Schumacher. Der Andrang in Hockenheim weckt auch wieder Begehrlichkeiten in der Eifel. Nicht wahr, Mr. Ecclestone? What's gonna happen with Nürburgring? Bundeskanzler Helmut Kohl fliegt mit Bernie Ecclestone im Hubschrauber über die Eifel. Und der Nürburgring ist wieder im Rennen. Ein Bekenntnis, dem ich mich nicht entziehen kann. In Deutschland finden nun jedes Jahr 2 Formel-1-Rennen statt. Schumi und Co. gastieren nicht mehr nur in Hockenheim, sondern auch wieder auf dem Nürburgring. Da frohlockt die Geschäftsführung in der Eifel. Es regnet Goldstücke in Form eines Michael-Schumacher-Booms, eines Formel-1-Booms. Und in diesem Boom sind wir recht aktiv, um zusätzliche Angebote zu machen. Sie rechnen am Nürburgring fest damit, dass das Schumi-Fieber weiter grassieren wird. Jeden Tag zum Ring, morgens früh aufstehen, abends ein Bierchen trinken und das ist das ganze Fieber. Der Schumi-Fieberwahn erfasst auch den Osten der wiedervereinten Republik. In einem ehemaligen Braunkohleabbaugebiet in der Lausitz versenken Ministerpräsident Manfred Stolpe und das Land Brandenburg rund 200 Millionen Euro Steuergelder für den Bau einer Formel-1-Rennstrecke, auf der dann tatsächlich niemals ein Formel-1-WM-Lauf stattfinden wird. Wilhelm Herz kriegt das nicht mehr mit.
1998 stirbt der ehemalige Chef des Hockenheimrings. Herz hat immer gehofft, dass alles beim Alten bleibt. Die Zahl der Jahre hat viel Neues gebracht, aber die Alten werden immer bestehen bleiben. Ich habe vor vielen Jahren einmal einen Abend gemacht, der da hieß, vergesst die alten Meister nicht. Aber auch in Hockenheim herrscht Schumi-Fieber und die Gier nach Geld. Bislang wird das Motodrom für das Formel-1-Gastspiel vermietet. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf kassieren andere. Weshalb man im Hockenheimer Rathaus auf die Idee kommt, selber den Formel-1-Grand-Prix zu veranstalten. Die alten schönen Zeiten sind in der Tat vorbei, aber ich verspreche Ihnen, die künftigen Zeiten, die werden noch viel schöner. Deshalb wird der Hockenheimring so umgebaut, dass mehr Zuschauer Platz haben. Der neue Kurs kostet 62 Millionen Euro. 15 Millionen steuert das Land Baden-Württemberg bei. Das Geld kommt aber locker wieder rein, wenn in den nächsten 7 Jahren zu jedem Formel-1-Rennen in Hockenheim 100.000 Besucher kommen. Das Angebot, das ist so riesig, dass ich davon ausgehen kann, dass wir die Karten absetzen können. Aber erstens kommt es anders und zweitens kostet eine gute Eintrittskarte um die 300 Euro. Statt 100.000 Zuschauer kommen am Ende nur noch rund 60.000 Rennfans, um Schumi siegen zu sehen. Der Stadt Hockenheim und ihrer Ring GmbH bleiben mehr als 30 Millionen Euro Schulden. Und dann fragt sich wieder einmal Bernie Ecclestone. What's gonna happen with Nürburgring? In der Eifel geht's schlimmer zu, denn dort kommen noch weniger Zuschauer zur Formel 1 als in Hockenheim. Am Ende fährt die Nürburgring GmbH mit dem jährlichen Gastspiel der Formel 1-Truppe mehr als 10 Millionen Euro Verlust ein. Aber das trägt ja der Steuerzahler. Wie gut, dass der Geschäftsführer der Nürburgring GmbH eine geniale Idee hat. Um die Formel 1 finanzieren zu können, bauen wir neben der Rennstrecke einen Freizeitpark samt Eventdorf Grüne Hölle. Also ich denke, es wird eine Stätte sein, eine Freizeitstätte mit Schwerpunkt Motorsport, wo aber von Januar bis Dezember jeden Tag was los ist. Denn aus der Geschichte des Nürburgrings ist bekannt im Land, dass in der Eifel 365 Tage im Jahr die Sonne scheint und ideales Urlaubswetter dafür sorgt, dass rund um die Uhr Freizeitaktivitäten ohne Ende möglich sind. Wenn ich das jetzt mir mal anschaue, dann muss ich sagen, wenn das kein Erfolg wird, dann habe ich keine Ahnung. Es wird eine gigantische Pleite. Für diesen Freizeitpark am Nürburgring bezahlt die rheinland-pfälzische Landesregierung am Ende 330 Millionen Euro. So viel hat die politisch gewollte Vision den Steuerzahler gekostet. Und selbst Formel-1-Boss Bernie Ecclestone fragt sich: What's gonna happen with Nürburgring? Ja, Bernie, die Nürburgring GmbH geht in Insolvenz. Die Traditionsrennstrecke wechselt den Besitzer, trotz der Proteste in der Eifel. Auch Rennfahrerin Sabine Schmitz hat demonstriert. Vergebens. Wir möchten unseren Ring behalten, so wie es die letzten 85 Jahre der Fall war, dass der Ring für die Region da ist und wir auch für den Ring. Und wenn er weg ist, ist er weg und da kann man auch nichts mehr dran ändern. Und dafür haben wir totale Angst. Inzwischen gehört der Nürburgring einem russischen Oligarchen. Die Formel 1 startet schon lange nicht mehr in der Eifel. Zu teuer. Aber auf der alten Nordschleife ist immer noch Betrieb. Hockenheim veranstaltet noch alle 2 Jahre den deutschen Formel 1 Grand Prix und fährt damit weiter rote Zahlen ein. Bernie Ecclestone hat die Formel-1-Bühne inzwischen verlassen müssen. Doch die Show geht weiter. Die Karten werden neu gemischt in der Formel 1. Wird man in Hockenheim und in der Eifel wieder mitspielen können? Und welche Zukunft hat der Motorsport überhaupt? Das sind die Fragen der kommenden Jahre. Doch wie es scheint, haben der Hockenheimring und der Nürburgring schon immer am besten von ihrer Vergangenheit gelebt.